Hallo und herzlich willkommen zurück bei Marie's Salon de Livre und heute geht es um den zweiten Teil rund um die Neuzugänge für den Monat Juli. Heute sind dran all die, die ich spontan gekauft habe, die mir ins Auge gefallen sind und die Bücher natürlich rund um die Rare 2023 in Florenz. Im ersten Teil habe ich euch all die Bücher gezeigt, Rezensionsexemplare plus all denen, die geplant waren, wo ich immer gewusst habe, okay, die werden bei mir einzeln, die will ich bald lesen. Ich verlinke euch gern das Video oben, schaut es gern wieder vorbei. Und es gibt jede Menge richtig tolle Bücher und die, die ich jetzt herzeige, sind zufällig eingezogen, beziehungsweise ich wurde gezwungen. Ich zeige euch dann, wo ich gezwungen wurde und ich zeige euch jetzt im Schnelldurchlauf die Bücher, die ich gekauft habe rund um die Vorbereitung zur Rare. Romance Author Reader Event, sprich Liebesroman-Autorinnen-Leserinnen-Veranstaltung ist am 23. September in Florenz und es gibt natürlich Autorinnen, deren Bücher ich zu Hause habe, die ich schon lese und auf die ich mich freue, wie Ellie Hazelwood, Elena Armas, Julia Quinn, Julia Whedon, Tilly Cole, es gibt einige. Dann gibt es einige Autorinnen, die ins Deutsche übersetzt werden, die nicht unbedingt meinem Beuteschema entsprechen. Allerdings ganz viel Fantasy-Autorinnen, New Adult natürlich auch sehr viel dabei und Dark Romance. Es ist unfassbar, wie viel Dark Romance auch ins Deutsche übersetzt wurden. Ist auch nicht unbedingt meins, aber ich habe dann tatsächlich Dinge gefunden oder Autorinnen gefunden. Mache ich jetzt kurz und schmerzlos. Eins, da war der Aha-Effekt tatsächlich, oh! Und zwar spreche ich von Be Celeste, vor uns die Dämmerung. Erschienen im Forever Verlag, übersetzt von Peter Groth. Und im Englischen heißt das Buch Underneath the Sycamore Tree. Das Buch, habe ich nachgefragt, wenn man es in die Sonne legt, lädt sich die Schrift auf und wenn es dann dunkel wird, kann man die Schrift im Dunkeln sehen. Ich habe es noch nicht probiert, weil bei uns zurzeit keine Sonne scheint, aber ich lese da den Klappentext vor, weil er einfach zu emotional ist. Wenn Emery in die Augen ihrer Mutter schaut, erinnert sie alles an den Tod ihrer Schwester Logan, ihre Krankheit, ihren Verlust. Daher zieht Em zu ihrem Vater und versucht einen Neustart. Aber egal wohin sie geht, Logan bleibt immer bei ihr. Unter einem großen Ahornbaum, wo ihre Schwester begraben wurde, fühlt sie sich ihr besonders nah. Auch ihr neuer Stiefbruder Caden sucht diesen Ort auf. Er ist wütend, abweisend und so unglaublich gut aussehend, dass Em an nichts anderes mehr denken kann. Als die beiden sich näher kommen, lernt Em Schicht für Schicht den wahren Caden kennen und lieben. Aber was Caden nicht ahnt, Em leidet an der gleichen Krankheit wie ihre Schwester. Eine Autorin, die ich kenne, die ich schon gelesen habe, aber von der ich schon lange nichts mehr gelesen habe, ist Jodi Allen Malpass. In dem Fall habe ich mir dann gekauft im Mira Taschenbuchverlag Gentleman's Sinner, übersetzt von Christian Trautmann. Und im Original heißt das Buch Gentleman's Sinner, man glaubt es kaum. Jodi Allen Malpass schreibt, das ist jetzt noch nicht einmal ein Liebesroman mit heißen Szenen, sondern das sind definitiv erotische Romane. Also ich würde sie nicht in eine andere Schicht, in ein anderes Genre stecken. Das sind erotische Romane mit gut geschriebenen Liebesgeschichten. Manchmal leidet die Geschichte ein wenig darunter. Ich glaube, deshalb habe ich danach aufgehört, sie zu lesen. Aber wer auf erotische Romane steht, kann ich Jodi Allen Malpass sehr, sehr gut empfehlen. Ihr Roman, einer oder zwei, wurden auf Passionflix auch schon verfilmt. Eine Autorin habe ich entdeckt und das war so, der Titel, schräg, Cover, schräg, Klappentext, yay! Hat ein Historical Ellie Wipes Feeling, meiner Meinung nach. Und zwar Elizabeth Everett, Die Lady und der Leibwächter, erschienen bei Blanc Vallée aus dem Jahr 2021, wenn es mich nicht ganz täuscht. Übersetzt von Wolfgang Thon und A Lady's Formula for Love heißt es auf Englisch. Es geht um Lady Violet, sie ist Witwe und erscheint so
wie eben Witwen im England des viktorianischen Englands sind. Sie dürfen sich mehr erlauben als andere Frauen. Und sie ist eigentlich Wissenschaftlerin. Sie steht drauf, Experimente durchzuführen und so weiter und hat Freundinnen, die ihr ebenfalls gleichgesinnt sind, die ebenfalls diese Leidenschaft haben und ebenfalls Wissenschaftlerinnen sind. Was damals ja nicht wirklich anerkannt war, Frauen sind ja immer nur untergegangen und man hat diese nicht ernst genommen. Und es wird ihr aber dann ein Bodyguard zur Seite gestellt, ein Bodyguard namens Arthur. Und das findet sie eigentlich gar nicht so toll, aber ja. Und ich finde, das ist so die Mischung aus Ally Hazelwood und ein wenig The Bodyguard. Und es klingt total nett und deshalb ist es eingezogen. Eingezogen ist dann auch eine dreiteilige Reihe. Ausschlaggebender Grund war die Übersetzerin ins Deutsche. Ich habe gefunden ein Guilty Pleasure von Denise Grover Swank, in dem Fall der Zufallsbräutigam. Die Reihe heißt Heiratspakt-Serie und ich mag das Cover, oder eigentlich die Cover. Ich liebe dieses vom zweiten Teil mit der Springer und im dritten Teil der Herzjoker. Und übersetzt wurden diese drei von Jeanette Bauroth. Die habe ich kennengelernt bei der Love Letter Convention vor etlichen Jahren mit einem Workshop. Da hat sie ganz tolle Sachen erzählt. Wir haben so viel gelacht, wir haben auch so viel gelernt. Die hat mir das Übersetzertum ein wenig näher gebracht und deshalb war das für mich ein Qualitätssiegel zu sagen, ich kann diese drei Bücher kaufen. Es geht immer um, das Problem ist, ich kann das da so schlecht lesen. Inhaltsangabe bitte beim Video zur Rare. Es geht um Hochzeiten, falls man das jetzt nicht gesehen hat. Ich habe zwei Mängelexemplare gefunden, eins davon ein wahrer Schatz. Nummer eins war etwas, was ich schon länger lesen wollte, irgendwie das Gefühl gehabt habe, vielleicht könnte das für mich sein, und zwar Kiss of Thunder, eine Berührung von ihr entfacht den Sturm in ihm. Meredith Wild und Angel Payne erschienen im Piper Verlag, übersetzt von Richard Betzenbichler und im Original heißt das Buch Kiss of Thunder. Haha. Beim Lesen ihrer geliebten Klassiker gelingt es Cara ab und zu, den Social Media Trubel um ihre berühmte Hollywood-Familie, die Paparazzi und ihr vorbestimmtes Schicksal zu vergessen. Ihre Familie hat einen Pakt mit der Hölle geschlossen und Cara muss hierfür einen großen Preis zahlen. Noch ein Jahr kann sie an der Uni ihre Freiheit genießen, dann ist sie einem Dämon versprochen. Nur eine Sache darf sie unter keinen Umständen, sich in jemanden anderen verlieben. Doch dann trifft sie auf den unglaublich gut aussehenden Professor Maximus Kane und verfällt ihm gegen jede Vernunft. Es hat was, irgendwie hat es was. Meredith Wild hat ja damals diese Hard Limit, glaube ich, Reihe, die unglaublich schön war in diesem Gold, Silber, Bronze und so. Ich habe die verkauft, weil ich nach Band 3 keine Geduld mehr hatte. Das hat mich dann so genervt. Aber das Schreibstil war eigentlich gut, nur die Figurenentwicklung war nicht meins. Ich bin gerne bereit, um 3,50 Euro dem Ganzen noch eine Chance zu geben und deshalb habe ich es mitgenommen. Jetzt kommt der Schatz. Und es war... Das Buch habe ich eigentlich in ganz, ganz günstig als E-Book. Ich mag es als E-Book nicht lesen, obwohl es richtig, richtig toll sein soll, weil ich weiß, dass das Buch so ausschaut. Ruth Severton und der Liebesbrief, erschienen bei ATB, übersetzt von Uta Hege, im Original The Letter. Ich konnte das Buch nicht einfach zur Hand nehmen, das E-Book, weil ich weiß, wie es ihm so ausschaut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, muss ich es mitnehmen. In dem Fall, das ist ein Wink des Schicksals, ich glaube um 94. Ja, es geht um... Nach einem Schicksalsschlag zieht die Künstlerin Chloe nach Cornwall, um sich in einem Cottage an den Klippen ein Atelier einzurichten. Der malerische Küstenort ist geprägt von dem charismatischen Dichter Kit Rivers, dessen Geschichte die Bewohner noch immer in Bann hält. Auch Chloe ist fasziniert von seinem Werk.
Zusammen mit dem Historiker Matt beginnt sie nachzuforschen, was mit dem jungen Dichter in den Wirren des Ersten Weltkrieges geschah. Dann entdeckt Chloe das alte Tagebuch einer jungen Frau namens Daisy und findet heraus, dass Daisy und Kit ein düsteres Geheimnis verband, das plötzlich auch Chloes Leben zu verändern droht. Das soll eine so emotionale und aufwühlende Geschichte sein. Ich kenne niemanden, der das Buch gelesen hat und gesagt hat, das war nicht gut. Jetzt habe ich es endlich als Buch und dann kann ich es auch in die Hand nehmen und diesen wunderschönen Buchschnitt genießen. Ja, das Auge liest mit. Ich wurde gezwungen, das zeige ich euch jetzt gleich, gezwungen wurde ich zu einem Buch, und zwar Lichte Tage von Sarah Winman, erschienen bei Klettkota. Die Sabine, aus dem Englischen von Elina Baumbach und im Original Tin Man. Die Sabine von der knappe Buchblock hat es gelesen und hat zu mir gesagt, ich muss es lesen, es entspricht genau mir. Klappentext, ja, passt. Als sich Alice und Michael das erste Mal begegnen, ist es, als hätte das Schicksal sie zusammengeführt. Erfüllt von einer großen Sehnsucht nach Kunst und Poesie, entfliehen die beiden Heranwachsenden dem grauen Oxford in die Wärme und das Licht Südfrankreichs. Dort finden sie heraus, wer sie sein könnten und müssen entscheiden, wer sie sein wollen. Ein einzigartiger Roman über die Bande der Freundschaft und der Liebe. Das Ganze spielt in den 80er Jahren. Die Sabine hat so geschwärmt, dort beginnt es 1950 bereits, okay, egal. Die Sabine hat so geschwärmt und hat diese Erinnerung an die Optimisten ein wenig hervorgekramt und gesagt, das hat einen Vibe. Und da ich die Optimisten ja sehr liebe, ist das Buch Lichte Tage eingezogen. Das ist ein sommerliches Buch. Also ich hoffe, dass ich bald dazu greife. Es ist ja auch sehr, sehr dünn. Es hat, wie viele Seiten hat das Buch? 232 Seiten. Wo wurde ich denn noch gezwungen? Nein, ich wurde nirgends mehr gezwungen. Einen zweiten Teil, wo ich den ersten Teil leider noch nicht gelesen habe, aber ich glaube, dass das definitiv etwas für mich ist, und zwar Sophie Irving, der Lady's Guide, Teil 2, Eine Lady hat die Wahl, erschienen im Knauer Verlag. Es hat auch diesen wunderschönen Buchschnitt und übersetzt wurde es von Christina Koblischke. Dass es den Buchschnitt hat, habe ich erst zu Hause mitbekommen. Zum ersten Mal in ihrem Leben ist Eliza Balfour frei, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Die junge Witwe, tatsächlich im viktorianischen England waren Witwen sehr, sehr viel freier als andere Frauen, hat das Vermögen des deutlich älteren Lord Somerset geerbt, den sie auf Wunsch ihrer Familie geheiratet hat. Ihre neue Unabhängigkeit hat jedoch einen großen Haken, denn ihr verstorbener Mann hat in seinem Testament verfügt, dass Eliza das Erbe nur zusteht, solange sie als Witwe einen tadellosen Lebenswandel beibehält, was ja eigentlich an sich hier schon wieder gruselig ist. Eliza ist überzeugt davon, diese Bedingung ohne Schwierigkeiten erfüllen zu können. Doch als sie Oliver wieder trifft, Lord Somersets Neffen und ihre erste große Liebe, werden ihre Gefühle auf die große Probe gestellt. Als sich dann noch Olivers erklärter Ernstfeind, der höchst attraktive, aber skandalumwitterte Schriftsteller Lord Melvin, um Eliza bemüht, ist die Versuchung perfekt. Ich mag solche Historicals. Hin und wieder muss es das einfach sein, locker, flockig und am Ende liest die Liebe, davon gehe ich jetzt mal aus, freue ich mich. Only a Monster, eine TikTok-Sensation, ich muss das wieder wegtun, TikTok made me buy it, ich muss das dann weg. Only a Monster von Vanessa Lenn, die Dynastie der Zeitreisenden Teil 1, erscheint bei Piper und wurde überschätzt von Bettina Einen. Das war definitiv ein Spontankauf, heute war der Tag einfach nur schlecht und ich brauche jetzt was, um mich zu trösten. Ist so. Joan hielt ihre Familie in London immer für exzentrisch, doch die Wahrheit ist wesentlich angsteinflößender. Sie alle verfügen über geheime, dunkle Kräfte und nicht nur das. Ihr Schwarm Nick entpuppt sich als legendärer Monsterjäger, der sie und ihre Liebsten zur Strecke bringen will. Um das zu verhindern, muss Joan sich dem
skrupellosen Erben einer verfeindeten Familie verbünden und akzeptieren, dass sie in dieser Geschichte nicht die Heldin ist, sondern das Monster. Manchmal braucht es ein Monster. Nicht jeden Kampf können Helden gewinnen. Manchmal braucht es ein Monster. Ich glaube, es war diese gewalttätige Möglichkeit von Frauen und sich durchzusetzen. Das hat mich dazu bewogen, dieses Only a Monster von Vanessa Lenn mitzunehmen an einem Tag, wo ich scheinbar innerlich sehr gewaltbereit war. Beim nächsten Buch habe ich mir gedacht, das ist die Mega-Sensation, mega neu, hat noch nie jemand gesehen, weil ich es noch nie gesehen habe. Habe auf Instagram gesagt, ich habe was gefunden, habe es mitgenommen und dann kamen so die Nachrichten, ja, das kenne ich schon, habe ich gelesen, war toll. Ist scheinbar vor 2 Jahren schon erschienen im DTV-Verlag von Will Hill, After the Fire. Übersetzt wurde es von Wolfram Ströhle und es war diese Mischung, ich lese euch jetzt nicht den Klappentext, sondern das da drinnen vor. Davor lebte sie mit ihrer Familie innerhalb des Zauns. Danach ist sie in einer Einrichtung gefangen. Davor durfte sie niemals das Anwesen verlassen, niemals mit Außenstehenden sprechen, niemals durfte sie ihre Meinung sagen. Danach stellen ihr viele Leute Fragen, wollen wissen, was mit ihr passiert ist und versuchen herauszufinden, wer sie wirklich ist. Davor dachte sie, sie wurde vor etwas beschützt. Danach erzählen die Leute ihr, dass sie jetzt endlich in Sicherheit sei. Sie ist nicht sicher, was besser ist, davor oder danach. Sie weiß nur, dass es Fragen gibt, die sie nicht beantworten kann. Und wenn alles, was man ihr davor erzählt hat, Lügen waren, wie kann sie wissen, wer jetzt die Wahrheit sagt? Und es war so, wow, was war da davor? Wieso ist danach auch nicht viel besser? Da waren so viele Faktoren, dass ich gesagt habe, gut, das klingt super, das klingt interessant. Neu war es nicht. Das ist jetzt die Taschenbuchausgabe, ja. Wird schon als Hardcover draußen gewesen sein. Ich habe es auf jeden Fall noch nie davor gesehen. Eine Empfehlung einer Abonnentin auf die Pick My Sub August, auf das Pick My Sub August Video über emotionale Geschichten. Und da war, ich glaube, es war darunter, Die verlorenen Blumen der Alice Hart von Holly Ringland, erschienen bei Blanc Vallée. Übersetzt von Alexandra Beisch. Und das, also ich habe manchmal so Phasen, wo ich auch weinen will, wo ich mir extrem traurige Geschichten antue und ich glaube, sowas könnte das sein. Die 9-jährige Alice Hart lebt mit ihren Eltern in einem abgelegenen Haus an der Nordostküste Australiens, wo sie im bezaubernden Blumengarten ihrer Mutter Schutz vor den düsteren Stimmungen ihres Vaters flieht. Als ein Feuer ihr das Zuhause raubt, wird Alice von ihrer bis dahin unbekannten Großmutter June aufgenommen. June leitet eine Blumenfarm, auf der sie Frauen, die einen schweren Schicksalsschlag verkraften mussten, Zuflucht bietet. Hier lernt Alice die Sprache der Blumen zu nutzen, um die Dinge zu sagen, die sie nicht in Worte fassen kann. Doch June verbirgt etwas vor ihrer Enkeltochter und bald schon erkennt Alice, dass es Wahrheiten gibt, die man nicht allein mit Hilfe der Blumen aussprechen kann. Wenn sie sich von der Vergangenheit befreien will, muss sie zuerst lernen, ihren eigenen Weg zu gehen. Ich kann euch zu Blumen auch noch etwas empfehlen, und zwar Die verborgene Sprache der Blumen von Vanessa Diffenbaugh. Und das hat mich jetzt daran erinnert und ich fand das Buch damals mega, mega großartig. Ich fand es so toll und das erinnert mich jetzt daran und deshalb habe ich es mir gekauft. Bei einem Buch habe ich mich ein wenig außerhalb meiner Komfortzone bedient. Es hat zwar das perfekte Genre für mich, das schon, aber es spielt eher im asiatischen Raum und da habe ich ja meine Probleme. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mit den Namen nicht zu Rande komme, dass ich die nicht richtig A rausspreche und B dann verwechsle mit den Figuren. Die Angst besteht auch hier, aber ich glaube, dass es einfach eine gute Geschichte ist, die mich am Ball hält und wo dann einfach dieses Verwechslungspotenzial nicht so hoch ist. Iron Widow, Rache im Herzen von Xiran J. Zhao und erschienen bei Penhaligon und auch mit einem wirklich, wirklich tollen Buchschnitt. Den habe ich auch erst richtig entdeckt, als ich zu Hause war. Und übersetzt wurde das Buch, so, gerade einen Moment, von Michaela Link. Und
da bin ich wirklich gespannt, wie gut mir die Geschichte gefallen wird. Die 18-jährige Setjan trifft der Armee bei, um Rache an dem Mörder ihrer Schwester zu nehmen. Sie wird Konkubinenpilotin einer Kampfmaschine, die nur von der Xi-Magie eines Mannes und einer Frau gemeinsam aktiviert werden kann. Doch die Macht des männlichen Piloten ist viel größer als die seiner Partnerin und ist er nicht vorsichtig genug, brennt er die ihm untergeordnete Pilotin aus. Bei Setjan ist es anders und die junge Frau erlangt ihre Rache auf spektakuläre Weise. Plötzlich ist sie eine Macht, mit der zu rechnen ist. Wird sie das Land im Kampf gegen die Bestien jenseits der großen Mauer zerstören, wie viele fürchten, oder ist sie die letzte Hoffnung auf den Sieg? Ich finde die Thematik äußerst interessant, dieses, man muss gemeinsam ein Flugzeug führen, man muss auf den Machtausgleich achten und meist sind die männlichen Protagonisten, was das angeht, mächtiger, in dem Fall sie nicht, kann Rache nehmen, wie, Fragezeichen, Fragezeichen, und was macht sie mit der restlichen Macht und was macht sie dann noch? Großes, großes Thema, große Geschichte, glaube ich, könnte ein Mega-Highlight werden, weil ich die Ausgangssituation, dieses Thema, diese Konstellation äußerst spannend finde und ist auch ein tolles Cover. Oh, es ist leider ein bisschen wackelig. Sieht man es? Also besser? So? Nö, so. Und das letzte für den Juli ist tatsächlich eins der letzten gewesen, das ich gekauft habe, und zwar in der langen Nacht der Buchhandlung haben wir am 28. Juli einige Stunden in der Buchhandlung verbracht bei der Tiroler. Es war total nett. Wir haben auch gedreht, die Beate und ich. Es gibt ein Video von der Beate, das ich euch gern verlinke. Da geht es um, ich glaube, Bücher außerhalb unserer Komfortzone. Und eine Mitbloggerin auf Instagram, die Sandra, hat empfohlen, und zwar Bridge Kingdom von Danielle J. L. Jensen, der Schwur der Spionin, das ist heute noch der Red, erschienen im Piper Verlag und übersetzt wurde das Buch von Michaela Link. Es geht um eine junge Frau, die als Spionin ausgebildet werden soll, um, ich glaube, ich lese es vor. So. Ihr ganzes Leben lang wurde Prinzessin Lara aus Maridrian zur Spionin erzogen. Sie soll ihrem Vater dabei helfen, die Macht über das verfeindete, bisher uneinnehmbare Bridge Kingdom zu erlangen. Denn dieses besteht aus unzähligen Inseln, verbunden durch eine Brücke, die als einziges den Handel zwischen den anderen benachbarten Königreichen ermöglicht. Lara muss Aaron, den jungen König des Bridge Kingdoms, heiraten und die Geheimnisse des legendären Königreichs ergründen. Doch dann kommt Lara Aaron immer näher und beginnt alles, was sie gelernt hat, in Frage zu stellen. Je näher sie ihrem Ziel, dem Untergang des mächtigen Bridge Kingdoms, kommen, desto mehr zweifelt sie an Aarons finsteren Absichten und schließlich muss sie sich entscheiden, welches Königreich wird sie verraten und welches Volk retten. Eine epische, actionreiche Liebesgeschichte voller Vergeltung und Verrat. Jennifer Estep. Ich mag solche intriganten Geschichten total gern. Ich hoffe, dass das auch zum Beispiel hier sein wird. Bridget Cameron in ihrer Emberfall-Reihe hat das auch, dieses Intrigenspiel. In Vertrauen und Verrat von Aaron Beatty, dieser Reihe, gab es das auch. Da ist ganz viel im Hintergrund gelaufen an Informationen, die ausgetauscht wurden, Spione, die hin und her geschickt waren. Ich mag das total gern, vor allem in einem Fantasy-Setting, wo man sehr viel mehr Möglichkeiten hat, sehr viel mehr Magie und so weiter auch einsetzen kann. Ich finde das großartig. Ich mag das sehr, sehr gern und hoffe mir bei Bridge Kingdom im Grunde genommen dasselbe und freue mich auf das Lesen. Ja, und schon wieder TikTok made me buy it. Habe ich das da auch? Ja, nein, da steht nur die TikTok-Sensation. Ich glaube, da steht noch TikTok made me buy it. Ja, okay. TikTok hat mich dazu gebracht, Dinge zu kaufen, aber ich bin nicht auf TikTok. Man sieht, man braucht TikTok nicht unbedingt, um auch darauf aufmerksam zu werden. Das war das zweite Video zu den Neuzugängen im Juli. Habt ihr welche schon gelesen? Habt ihr auch im Juli Neuzugänge gehabt, die euch sehr überrascht haben, wo ihr gesagt habt, boah, das hätte ich mir nie gedacht, dass das eventuell bei mir einzieht. Aber der Klappentext und vielleicht die Meinungen von anderen haben euch überzeugt, zuzugreifen, weil es eben so besonders klingt. Bücher über Bücher. Ich habe euch jetzt ganz, ganz viele Ideen geliefert
Und damit es nicht noch viel, viel länger wird, verabschiede ich mich für heute mit den gewohnten Worten. Habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, lasst es euch gut gehen, tut euch selbst was Gutes, bleibt gesund und vor allem sucht auch sehr, sehr guten Lesestoff. Viert euch, bis bald.